Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal, so wie uns beauftragt wurde, in die Stadt. Nehmen wir uns aber erstmal noch das Goldklee mit. Halt! Das ist Puerto Isabella, Stadt der Inquisition, unter dem Befehl von Kommandant Sebastiano. Ich schätze, dann bin ich hier genau richtig. Ein Moment, Pirat. Was willst du in der Stadt? Ich suche Hilfe für den Kampf gegen Captain Crow. Was denn? Ein Mann alleine will sich gegen Captain Crow stellen? Und deshalb suche ich ja Hilfe. Das sagst du. Aber vielleicht hat Captain Crow dich geschickt, um die Stadt auszuspionieren. Oder du machst gemeinsame Sache mit den Wilden. Und nachher bin ich es, der den Ärger kriegt, weil ich dich in die Stadt gelassen habe. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dich reinlasse. Das und weil du mir 100 Goldstücke zahlen wirst. Warum soll ich dich bezahlen? Weil du ein Pirat bist. Das alleine reicht schon, um dich nicht reinzulassen. Betrachte das Gold als eine Bestätigung deiner guten Absicht. 35 haben wir, glaube ich, nicht, ne? Ich bin noch nicht gut genug. Ich habe keine 100 Gold. Ein Pirat ohne Gold? Das ist ja wie Bier ohne Schaum. Mach, dass du wegkommst. Und komm erst wieder, wenn du das Gold hast. Aha, aber wir können ein bisschen tricksen. Hatten wir nicht noch einen Ring mit Silberzunge? Ah, stimmt. Einschüchtern ging... Ja gut, den könnten wir eigentlich drin lassen. Schwarze Magie, Totenkunst, kugelsicher Muskete... Silberzunge plus 5. Den Rubinenring einmal ausgerüstet. Würde der schon reichen? Hoppala. Talente? 35. Haha. Das ist jetzt nah genug. Och Mann, jetzt haben wir das nicht? Wenn du mich nicht reinlässt, mache ich dir Ärger. Was denn? Du drohst mir? Und das vor unserer Stadt? Mach, dass du wegkommst, sonst schlage ich Alarm. Warum nicht? Warum klappt denn jetzt Silberzunge nicht mehr? Och, das ist doch ärgerlich. Ja gut, dann werde ich erstmal den Ring wieder umrüsten. Oh, das ist ja ärgerlich, denn bringt mir ja nachher auch der ganze Trank nichts. Haben wir hier noch so einen Trank, mit dem wir uns 7 Silberzunge dazugeben können. Aber wenn die Option dann danach immer fehlt, ist das doch blöd. Jetzt muss ich ihm wirklich 100 Gold geben? Mann. Das ist jetzt nah genug. Hier ist dein Gold. Na schön, kannst rein. Am besten, du meldest dich gleich bei Kommandant Sebastian. Aber ich warne dich. Lass deine Waffen stecken und deine Finger bei dir. Sonst noch was? Willkommen in Puerto Isabella. Lass mich bloß in Ruhe. Okay. Und jetzt donnert das hier auch noch. Raus hier! Verschwinde! Ja, okay. Hab schon verstanden, da darf ich nicht so weit ohne weiteres rein. Aber jetzt darf ich da rein. Hihihihihihihi. So eine kleine Kiste. So. 14 Gold. Dann schleichen wir uns hier wieder raus. War nichts los, ne? Okay, guck mal, ganz normales Bett hier draußen, auch gut. Hey, du siehst aus, als hättest du Durst. Ich hab mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Und mit wem habe ich die Ehre? Ein Mann mit Manieren. Das ist hier draußen in der Tat sehr selten. Ich bin Sophia. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Oh,
Der gute erste Eindruck. Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Was hast du noch zu bieten außer Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Ah, okay. Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest, ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Wie viele Flaschen brauchst du? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Okay. Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Erzähl mir von hier. Arborea ist groß und vor allem nicht zerstört. Hier in der Schwertküste gibt es alles, was wir zum Überleben brauchen. Natürlich ist es nicht ungefährlich, aber die Inquisition ist wachsam. Ich habe noch Fragen über die Schwertküste. Ja? Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Frag mich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Männerding. Männerding? Ja, vermutlich wurde sie doch von einem Mann entdeckt. Er hat ihr dann diesen gefährlich klingenden Namen gegeben. Das machen Männer doch immer so. Warum wurde diese Küste nicht zerstört? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn sie nicht zerstört ist, ist es hier nicht ungefährlich. Die Protektoren sind auf der Hut und laufen sogar Patrouille. Was weißt du über die Gefahren? Davon gibt's hier nicht wenige. Nicht nur die Tiere, Affen und Jaguar. Irgendwo im Landesinneren leben die Shaganumbi. Es sind Wilde, die nicht mit uns handeln wollen. Aber ihr lasst sie für euch arbeiten. Gefangene. Sie haben uns mehr als einmal angegriffen. Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Schmerztöter, okay. Ein paar Tricks, um Leute einzuschüchtern. Oh. Ich will die Leute noch besser einschüchtern. Ich will wirklich jeden einschüchtern können. Ich will Schussverletzungen besser wegstecken können. Okay. Zeig mir, wie ich Schussverletzungen noch besser wegstecken kann. Okay. Sie ist also eine Härtetrainerin. Gut, merken. Lass uns handeln. Dann wollen wir noch mal gucken, was hast du denn hier? Alter Dreispitz. Ne? Alter Zwergspitz, alter Mantel. Ein Lederhemd, alte Weste, Lederhose. Macht dasselbe wie bei uns. Ja, und Schuhe haben wir ja noch, die Piratenstiefel. Die guten Halbstiefel würden sogar die Silberzunge erhöhen. Kosten 300 Gold. Ein Rubinring. Funkelnder Goldring. Okay. Rum. Eine Schaufel, eine Spitzhacke, eine Schatzkarte. Sie hat eine Schatzkarte. Okay, die wird gekauft, genauso wie jetzt auch mal die Spitzhacke. Ich will auch mal Gold schürfen können. So, was können wir dir im Gegenzug anbieten? Das Säbel ist ja jetzt mal besser als unser Offizierschwert.
Dieses Schwert ist schadig und stumpf. Nur die ärmsten Schlucker werden diese Waffe ihr Leben anvertrauen. Na. Gut, geben wir dir erstmal das. Denn das Messer, die Speere können wir dir auch geben. Ja, hier haben wir wieder ein bisschen was so rumliegen. Ja, die Pistole hier oben ist natürlich immer noch ein bisschen besser oder schlechter. Na, eigentlich ist sie besser, weil sie 5 Schaden mehr macht. Aber ich behalte erstmal sowieso die Schrotpistole, den Hut. Einschüchtern. Unser Piratenhut macht Silberzunge. Na gut, dann gebe ich dir erstmal den normalen Hut, das dreckige Hemd. Die alten Schuhe geben uns sogar noch Silberzunge eigentlich, aber sind sonst schlechter. Ja, dann darfst du sie erstmal bekommen. Bei den Ringen und so weiter, da ja, ist halt ein bisschen blöd. Ist das vielleicht permanent 7 plus? Das wäre ja dann eigentlich viel, viel besser. Dann hätte ich das auch vorher verwenden können und so. Den ganzen Rest mit Jade und so weiter, das gibt uns immer dasselbe Gold. Affenstatue gibt 100 Gold, ja. Eigentlich nicht schlecht, aber gut, behalten wir erstmal. So, das probiere ich jetzt aus. Und zwar werde ich jetzt mal gucken. Trank des Rituals. Ah, der läuft da oben ab. Das heißt, ich habe jetzt zwar 7 Punkte mehr drin, aber der läuft halt ab. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Ah, schwierig. Was weißt du über Captain Crow? Malava, du willst sprechen? Ich sage dir, ich bin hungrig. Bring mir Fleisch, dann sprechen wir. So gut bin ich auch nicht. Ich schau mal, was ich finden kann. Mein Platz ist jetzt hier. Ja, wo soll ich denn jetzt das Fleisch herholen? Ach, Mann. Ist was? Nee, noch nicht. Oh. Rotwein. Den brauchten wir doch. Psst, Ono Palava. Ono Palava, okay. Psst, Ono Palava. Auch das habe ich wunderbar verstanden. Hier haben wir nochmal Rotwein. Hier hinten geht es irgendwie hoch. Oder auch nicht. Sah nur danach aus. Das Gewitter nervt jetzt ein bisschen. So, was haben wir jetzt hier noch? Kanone benutzen. Schaust du dir die Geschütze an? Ganz schön beeindruckend, was? Die Rohre sind extra für diese Expedition gegossen worden. Die haben eine größere Reichweite als die meisten Deckgeschütze. Nett? Nett? Was du hier siehst, mein Freund, ist das Beste, was die Rüstungsschmieden Calderas je verlassen hat. Bist du der Kanonier? Ist das so offensichtlich? Ja. Du bist offen heraus. Das gefällt mir. Ich weiß, manchmal geht meine Begeisterung mit mir durch. Aber Kanonen sind nun mal mein Leben. Siehst aus wie ein Seemann. Du bist doch kein Pirat, oder? Doch, ich diene unter Kapitän Stahlbart. Der Stahlbart? Meine Güte, dann hast du doch sicherlich schon viele Kämpfe auf See mitgemacht, oder? Ich glaube, Seegefechte sind die Krönung der modernen Kriegsführung mit Kanonen. Warum sind die Kanonen zur Seeseite ausgerichtet? Die Molukken halten wir mit unseren Musketen in Schach. Aber was, wenn ein Schiff kommt?
Crow hat es bereits versucht. Wir haben ihn mit der Black Betty verfolgt und ihn auf den Grund des Meeres geschossen. Sind das alle Kanonen? Nein, wir haben noch ein paar Kanonen auf den Türmen. Damit können wir den Feind ins Kreuzfeuer nehmen. Hast du denn schon mal auf einem Schiff gedient? Natürlich. Es ist das Größte. Dieser beengte Raum, diese Schräglage und das Schlingern und Stampfen des Schiffes. Nur ein wahrer Meisterkanonier kann in so einer Situation einen sicheren Schuss setzen. Okay. Warum können wir die Kanone benutzen? Ich möchte sie nicht benutzen. Ah, ist noch verschlossen. Ah, hier haben wir noch einen Rotwein. Wo geht's hier hinten lang? Hier hinten geht's zum Strand runter. Aber wir sollen jetzt zu Sebastiano. Deswegen sollten wir auch langsam mal zu ihm gehen. Oder es wenigstens probieren. Ich bin Miguel, der Lagermeister von Puerto Isabella. Was kann ich für dich tun? Kann ich bei dir was kaufen? Nein, darum kümmert sich meine Frau Sophia. Ich dachte, du bist der Lagermeister. Ich habe genug zu tun. Alles, was rein und raus geht, wandert über meinen Tisch. Und seit Alcazar die Rationierung befohlen hat, muss jede Liste doppelt und dreifach geprüft werden. Die meisten Leute machen sich ja kein Bild davon, wie nervenaufreibend Buchführung sein kann. Solange alles läuft, bemerkt mich niemand. Aber wehe, es fehlt mal was, dann bin ich es wieder gewesen. Ich kenne das. Undank ist der Welten Lohn. Du sagst es, mein Freund. Du sagst es. Hör mal, du siehst wie ein Mann aus, der viel rumkommt. Ei. An den Stränden liegen noch Frachtkisten. Alles Zeug, das irgendwann mal angespült wurde. Und die soll ich dir bringen? 10 Stück. Ich werde dich dafür gut entlohnen. Also, überleg's dir. Ja. Warum wird rationiert? Mach dir keine Sorgen, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wegen dem Piraten. Diesem Captain Crow. Solange wir nicht wissen, ob er eine Gefahr für uns ist, geht Alcazar auf Nummer sicher. Sehr vernünftig, wenn du mich fragst. Was weißt du über Crow? Er tauchte plötzlich mit seinem Schiff vor unserer Küste auf und hat einen unserer Vorposten überfallen. Nur dem schnellen Eingreifen von Alcazar ist es zu verdanken, dass er nicht auch noch die Stadt geplündert hat. Was ist passiert? Er hat das Piratenschiff aufgebracht und versenkt. Eine Schande um die Vorräte, die dabei vernichtet wurden. Ja, wir hätten sie hier gut gebrauchen können. Okay. Und was ist mit Crow jetzt, wo er kein Schiff mehr hat? Tja, das wissen wir nicht. Er hat sein Schiff verloren, aber er ist immer noch draußen im Dschungel. Und nach dem, was man so hört, ist er ein gefährlicher Mann, der dem Tod mehr als nur einmal von der Schippe gesprungen ist. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, solange er noch hier ist. Zum Glück ist Alcazar der gleichen Meinung. Deshalb auch die Rationierung. Erzähl mir was über die Stadt. Im Augenblick haben wir hier eine Festung. Einen Landungspunkt, von dem wir den Kontinent erforschen können. Die unterste Ebene bildet der Hafen. Hier gibt es ein Tor und das Lagerhaus. Dort hast du nichts zu suchen. Ebenso wenig auf dem Schiff. In der Mitte findest du die Handwerker und den Schweinebauer. Zu oberst steht die Garnison. Dort findest du Kommandant Sebastiano und die Protektoren. Ja, noch Fragen? Wo darf ich hin? In den Häusern hast du nichts zu suchen. Das gilt vor allem für das Lager, aber auch für das Schiff. Und die Garnison? Ja, das klärst du am besten mit Kommandant Sebastiano. Gibt es noch weitere Zugänge? Es gibt einen Weg durch das Tal, der zur mittleren Ebene führt. Der wird ebenfalls von uns bewacht. Und da gibt es natürlich noch das Haupttor, oben bei der Garnison. Ich nehme an, das wird ebenfalls bewacht. Du sagst es. Okay, wir dürfen also nicht ins Lager gehen. Und tun es trotzdem. So, kurz speichern. Ah, die könnten wir sogar knacken, aber ich will erstmal oben gucken. Was wir hier oben so Schönes haben.
Okay, die kriege ich nicht auf. Ja gut, dann schleiche ich mir wieder runter. Schön langsam. Ja, das hat er natürlich mitgekriegt. Ja, ich bin schon weg. Entferne dich. Bin schon weg. Setz dich wieder hin. So. Dann machen wir erstmal die Kiste auf. So. Ein bisschen Rum und ein bisschen Gold. Okay. Na, Goldbrocken nehmen wir auch mit. Jetzt wieder rausschleichen. Was soll das? Warum schleichst du hier rum? Ich schleiche nicht. Das war ein kompletter Irrglaube. Du hast nichts gesehen. So, hier draußen haben wir nochmal einfach so eine Kiste. Die nehmen wir uns dann nochmal auch mit. So, nächste Kiste leer. Und hier haben wir auch nochmal Wein. Schmiede. Hallo. Was willst du? Du hast wohl viel zu tun. Diese verdammten Protektoren. Keiner von denen respektiert meine Arbeit. Die kümmern sich einen Dreck um den Zustand ihrer Waffen. Ist ja klar, dass die Dinger in kürzester Zeit vor die Hunde gehen. Und wer darf sich jetzt um den Nachschub kümmern? Einmal darfst du raten. Kann ich irgendwie helfen? So? Du siehst nicht gerade wie ein Schmied aus. Aber ich kann es lernen. Meinst? Aber dann hau rein. Wir haben viel zu tun. Zeig mir mal etwas von deiner Schmiedekunst. Moment. Zeigen kostet was, Junge. Ich hoffe, du hast Gold. Ich mach das nämlich nicht zu meinem Spaß. Und gefalscht wird bei mir nicht. Hier ist Gold. Zeig mir, wie man schmiedet. Aha. Das hat sich gelohnt. Was hast du denn im Angebot? Willst du kaufen oder nur gucken? Kommt auf deine Ware an. Ja, ja, schon gut. Zeig mir deine Ware. 1000 Gold. Sturmdorn. Stichwaffen plus 15. Offizierschwert, ja, haben wir... Oh, ein Degen. Okay. Bauplan für einen Degen. 20 bis 60, 30 bis 65. Bis jetzt sehe ich aber keine Talente, die man braucht für irgendwas an den Waffen. Das heißt, dieses Schwert hier für 1100 Gold wäre vielleicht schon eine bessere Waffe. Aber der Degen macht halt nochmal plus Stichwaffenschaden dazu. Macht auch 60, aber hat nur eine Grund von 30. Schwierig, 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 schwierig. Wie gesagt, wir könnten noch ein bisschen was verkaufen. Gucken wir mal, ob wir jetzt durch das Schmieden vielleicht nochmal was bekommen. Dafür bin ich nicht gut genug. Ja, stimmt, ich habe ja gar keine Klingen 6. Okay. So, in den Häusern habe ich nichts zu suchen, ne? Versuch gar nicht erst, was zu klauen. Ja, gut, ich bin ja schon rausgegangen. So, dann gehen wir hier mal rein. Hey, ich bin Tito. Tito der Metzger. Tito der Metzger, cool. Hallo, Tito. Was macht ein Metzger hier am anderen Ende der Welt? Die besten Steaks im Umkreis von 100 Meilen. Hast du Hunger? Hast du Gold? Wenn ja, bin ich dein Mann. Hast du nur Fleisch? Hey, Waffen bekommst du beim Schmied oder bei Webster. Bei mir gibt's saftiges Schweinefleisch.
Und zeig doch mal, was du hast. Ich hab kein großes Angebot. Wegen der Rationierung. Ha! Aber ich sag dir was. Wenn du mal Lust auf Fleisch hast, stell ich dir ein Päckchen zusammen. Steaks, Lendenkoteletts, Bauch, all die guten Sachen. 100 Gold. Ja, das brauchen wir ja für unten den Arbeiter. Gib mir ein Fleischpaket. Das bleibt aber unter uns. Okay, Tito. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Du hast hier auch noch ein bisschen was anderes. Gezähmtes Warzenschwein. Aha. Onopalava. Okay. Hier haben wir nochmal eine Truhe, die ist aber abgeschlossen. Aber war eigentlich recht einfach zu knacken. Na, wenigstens nochmal ein Grog. Und, seid ihr jetzt böse auf mich? Nö. Okay. Scheinbar interessiert das keinen, wenn ich denn da mit Dietrich an einer fremden Truhe rumeiere. Ah, hier gibt's einen Büchsenmacher. Hallo, Herr Büchsenmacher. Was darf sein? Pistolen, Kugeln oder Pulver? Ganz egal, ich hab alles da, solange du zahlen kannst. Verkaufst du auch Musketen? Ah, da weiß einer, was er will. Eine gute Muskete ist der beste Freund, den man hier draußen überhaupt nur haben kann. Aber wehe, sie gelangt in die falschen Hände. Dann können wir uns direkt einsagen lassen. Also hast du welche? Natürlich, aber ich darf sie dir nicht verkaufen. Zumindest nicht, ehe Sebastiano sein Einverständnis gegeben hat. Och Mann, warum nicht? Was hat Sebastiano mit den Musketen zu tun? Hast du mir nicht zugehört? Die Wilden machen schon genug Probleme, von den Piraten ganz zu schweigen. Wenn die jetzt auch noch unsere Musketen in die Finger kriegen, haben wir mächtig Ärger am Hals. Zeig mir deine Ware. Okay. Zwillinge. Aha. Leichter als eine normale Pistole. Dafür aber mit zwei Läufen bestückt. Aha. Ja, hier könnten wir Munition auffüllen. Und die Musketen kriegen wir erst, wenn wir mit Sebastiano geredet haben. Okay. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal nochmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.